Ich bin zurzeit damit beschäftigt, einen Drucker für ein Kunstprojekt von Theo Deutinger zu entwickeln. Auf der Suche nach alternativen Druckmethoden habe ich dabei diesen kleinen Plasmadrucker zusammengebastelt. Die Maschine basiert auf einem akkubetriebenen Plasmafeuerzeug. Die Schaltung im Innern erzeugt eine hohe Spannung über einen kleinen Transformator, dessen Primärwicklung mit einer Wechselspannung sehr hoher Frequenz angesteuert wird. In der Sekundärwicklung baut sich somit die zum Zünden des Plasmabogens nötige hohe Spannung auf. Die mechanischen Komponenten des 2D-Druckers entstammen größtenteils dem 3D-Drucker. Benötigt wird eine Vorrichtung zum Papiervorschub, der über einen Schrittmotor angetrieben wird, während für die Mechanik zur Bewegung der Elektroden senkrecht zum Papiervorschub ein zweiter Schrittmotor zum Einsatz kommt. Die Elektronik umfasst die beiden Schrittmotortreiber, die Platine des Feuerzeugs und einen auf 3,7 Volt justierten Gleichspannungswandler, der den Akku des Feuerzeugs ersetzt. Das hat im ersten Anlauf allerdings nicht wirklich funktioniert. Die Funkenstrecke des Lichtbogens im Zusammenspiel mit der billigen Elektronik erzeugt heftige Störsignale, welche die Schrittmotorsteuerung völlig durcheinandergebracht hat. Lösungen auf die Schnelle sind ein zusätzlicher Kondensator, eine Entstördrossel und ein Widerstand vor der Funkenstrecke, um die Leistung des Störsenders zu reduzieren. Das FCC-Gütesiegel wird's für dieses Gerät dennoch nicht geben. Zumindest genügen diese Maßnahmen, damit die Schrittmotoren nun das machen, was die auf dem Arduino Uno laufende Software vorgibt. Also, Papier in die Mechanik und los geht's mit dem Drucken. Zu sehen ist, dass das Gerät im Prinzip funktioniert. Wann immer der Plasmabogen feuert, wird ein recht kleiner, schwarzer Punkt auf dem Papier gesetzt, der mit steigender Brenndauer des Plasmas größer wird. Ein Blick durch das Mikroskop zeigt, dass der Durchmesser mit deutlich weniger als einem Millimeter recht klein ausfällt, was für hohe Druckauflösung gewünscht ist. Weiterhin zu sehen ist, dass im Zentrum eines Druckpunktes ein Loch im Papier entsteht. Ionen und Elektronen im Plasma werden zwischen den Elektroden so stark beschleunigt, dass diese das Material zerstören. Das heiße Plasma sorgt ferner dafür, dass das Papier rund um das Loch verkohlt und somit der schwarze Druckpunkt entsteht. Das gilt nicht nur für die Vorder-, sondern auch für die Rückseite. Da das Papier beim Drucken an den einzelnen Punkten verbrannt wird, dürfen diese nicht zu dicht beieinander liegen, ansonsten entsteht lediglich ein großes Brandloch. Möglich ist also nur ein Rasterdruck wie bei den guten alten Zeitungsbildern, bei denen ein ausreichender Abstand zwischen den einzelnen Druckpunkten besteht. Ferner sollte die Software Pausen zwischen dem Feuern zweier Plasmabögen einlegen. Wird nach diesem Prinzip eine Linie gedruckt, fällt auf, dass die Punkte nicht ganz wie gewünscht auf einer Linie liegen. Die 0815 Mechanik ist dafür nur in geringem Maße verantwortlich, der Hauptgrund für die mangelnde Präzision liegt in den Blitzen des Plasmabogens. Für dieses Miniaturgewitter gilt das gleiche wie für das echte Naturphänomen, man weiß nie genau, wo der Blitz einschlägt. Das Plasma nimmt bei jedem Zünden einen etwas anderen Weg zwischen den Elektroden, was durch ein Stück Papier zwischen diesen noch gefördert wird. Unter dem Mikroskop wird deutlich, warum das so ist. Papier besteht aus vielen kleinen, zufällig verteilten Fasern, die dem Stromfluss unterschiedlichste Wege durch diesen Dschungel bieten. So richtig dolle ist dieser spezielle Thermodrucker also nicht, dennoch macht es Spaß, dem Gerät beim Abarbeiten eines Auftrages zuzusehen. Die Eigenschaft, das Material zwischen den Elektroden zu perforieren, möchte ich auf jeden Fall zum Bohren möglichst kleiner Löcher nutzen. Ich experimentiere zurzeit mit einem Eigenbau-Tintenstrahldruckkopf und da gilt, je kleiner die Öffnung einer Düse, umso höher die mögliche Auflösung. Papier ist sicher kein geeignetes Material für einen derartigen Druckkopf, aber die Leistung des Feuerzeuggewitters ist absolut ausreichend, um zum Beispiel Kunststofffolien zu durchlöchern. Kommende Versuche werden zeigen, ob ich auf diesem Wege brauchbare Ergebnisse erzielen kann. Einen Durchbruch in Sachen Drucktechnologie habe ich mit diesem Plasmadrucker sicher nicht erzielt, aber ein weiteres interessantes Gerät zum Lehren von Basiswissen ist dabei allemal entstanden.
Alle Infos zum Plasmadrucker und die Pläne zum Nachbau gibt's wie immer auf meinen Seiten. Wer mich bei der Entwicklung meiner Maschinen und dem Vermitteln von Wissen finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald.